Hallo liebe Abonnenten und liebe Freunde unseres Kanals Typisch Usbekisch. In unserem heutigen Video erzählen wir Ihnen von der Stadt Taschkent, die sich seit Mitte März unter strenger Quarantäne befindet. Die ersten Ausbrüche von Covid-19 wurden in Usbekistan in Taschkent registriert Mitte März. Das waren die Passagiere, die aus dem Ausland, aus Frankreich gekommen waren und infiziert waren. Seitdem wird die Stadt Taschkent unter strenge Quarantäne gestellt. Das heißt, man darf das Haus nicht verlassen. Die Ausnahmen sind nur, um Lebensmittel zu holen oder zur Apotheke zu gehen. Die Menschen, die noch zur Arbeit müssen, dürfen noch zur Arbeit. Dafür werden extra Busse und Mitfahrgelegenheiten organisiert von dem Arbeitgeber oder von den von der offiziellen Regierung der Stadt Taschkent. Nicht nur die Stadt Taschkent ist unter Quarantäne, auch die Großstädte wie Buchara, Samarkand und weitere Provinzhauptstädte sind unter strengen Quarantäne. Seit 1. April ist die Quarantäneregeln verschärft worden. Das Haus dürfen nicht Mitbürger verlassen, die über 60 sind. Es ist ungewohnt, die Stadt Taschkent, so eine Großstadt, 3-Millionen-Stadt, einfach menschenleer und autoleer zu sehen. Taschkent sieht zurzeit wie eine Geisterstadt aus. Alles hat zu, Moscheen, Museen, Medressen, Schulen, Universitäten. Das große öffentliche Leben ist einfach stillgestellt. Noch offen haben die Lebensmittelgeschäfte, die zentralen Basare, die Lebensmittel verkaufen und natürlich die Apotheken und medizinische Einrichtungen sowieso. Hier sehen Sie zum Beispiel den größten Basar der Stadt Taschkent, den Chosu Basar in der Altstadt von Taschkent. Ist da auch kaum Menschen zu sehen im Vergleich zu den normalen Betriebszeit. Es wurden hier auch extra Verkaufsmöglichkeiten eingerichtet von der Regierung der Stadt Taschkent, um die Bevölkerung noch mit den notwendigsten Lebensmitteln wie Kartoffeln, Nudeln und alles Mögliche zu versorgen. Das Lebensmittel Nummer 1 in Usbekistan, was einfach sehr viel gekauft wird, das ist Buchweizen. Im Vergleich zu Deutschland, da wird nicht das Lebensmittel gekauft, sondern das Toilettenpapier, habe ich gehört und gesehen in den Nachrichten. So ist es in den post-sowjetischen Ländern, in den GUS-Ländern ist Buchweizen. Der soziale Abstand wird überall gewahrt, auch in den Lebensmitteln sind extra Sticker, wo man sich anstellen darf an der Kasse. Das ist immer 2 Meter Abstand. Auch auf den Basaren ist es per Hand eingezeichnet, dass man den sozialen Abstand wahren muss. Es ist auch erhöhte Polizeipräsenz und teilweise wurde auch das Militär mobilisiert, um die großen Krankenhäuser, die unter Quarantäne gestellt sind, zu bewachen. Die Bewohner dürfen ihre privaten PKWs nicht nutzen. Für die Nutzung des privaten PKWs brauchen sie eine extra Genehmigung, eine Sondergenehmigung. Die kann man bei der Agentur für öffentliche Dienstleistungen einholen und da muss man natürlich tausendmal begründen, warum man das muss, wenn man zum Beispiel Arzt ist oder zur Arbeit muss. Nur in diesen Fällen darf man diesen Sticker bekommen und dann auf die Windschutzscheibe, die vordere Windschutzscheibe aufkleben und damit darf man fahren. Sonst alle anderen Fahrzeuge dürfen gar nicht fahren. Hier zum Beispiel kaum Betrieb am internationalen Flughafen der Stadt Taschkent. Es werden nur noch die letzten Rückholflüge stattfinden und dann bis Ende April wird der ganze Flugbetrieb eingestellt. Hier zum Beispiel eine Ausflugaktion
von den gestrandeten Touristen, da ging ein Flieger Richtung München in Deutschland. Ansonsten keine Flüge mehr. Alle Stadtgrenzen der Stadt Taschkent und auch die Landesgrenzen sind dicht. Es dürfen nur noch die Transport-Lkw reinfahren, die Lebensmittel, das Notwendigste ins Land bringen. Also ansonsten ist der ganze Passagierverkehr auch in ganz Usbekistan zwischen den Regionen und Hauptstädten, Provinzhauptstädten eingestellt. Die Straßen werden regelmäßig desinfiziert. Da wird irgendwie spezielle Lösung auf die Straßen, die Hauptstraßen gesprüht, um Covid-19 zu bekämpfen. Der Ausbruch war Mitte März und seitdem ist die Stadt Taschkent unter Quarantäne. Die Regeln werden jede Woche verschärft. Zurzeit, es stand April, 5. April 2020, zählt man ca. 296 Infizierte, mehr als 30 sind schon genesen, 2 Tote. Die Dunkelziffer natürlich wie in anderen Ländern noch unbekannt. Dafür wurde zum Beispiel in der Stadt Taschkent, ca. 15 Kilometer vor der Stadt, eine extra Quarantänezone eingerichtet mit hier zum Beispiel eine Aktion von der Nationalgarde oder vom Militär. Das werden immer solche, es fahren immer solche Fahrzeuge und verkünden in den Wohnvierteln, dass alle zu Hause bleiben sollen. Ja, bei Taschkent wurde eine extra Quarantänezone eingerichtet mit 10.000 Betten für die Kranke oder Infizierte, um sie dort unter Quarantäne zu halten und dann schnellstmöglich zu heilen. Ansonsten, das großöffentliche Leben der Stadt Taschkent steht still. Alle Restaurants, Cafés und so weiter hat zugemacht. Sie dürfen nur noch nach Hause liefern. Man kann noch natürlich noch die Pizza bekommen oder Kebab bestellen, aber alles läuft nur per Lieferservice. Das geht noch. Aber die meisten Restaurants haben einfach in dieser Zeit zugemacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war unser Überblick über die Stadt Taschkent unter Quarantäne seit Mitte März. Die wird noch wahrscheinlich bis Ende Mai andauern. So sind die Prognosen. Vielen Dank und bleiben Sie uns gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.